Hallo und willkommen zurück bei Zombie. Ja, meine Freunde, ich hatte eine längere Aufnahmepause, deswegen verzeiht es mir, wenn ich jetzt gerade ein bisschen disorientiert vielleicht bin, während ich hier... Oh, aber du, clear. Während ich mich jetzt auf den Weg mache. Unser Ziel ist es... Was ist eigentlich unser Ziel? Das muss ich gerade mal selbst mal nachschauen. Trifft den König und erreiche den Arzt. Erreiche das Innere des Buckingham Palace. Das Buch. Genau, ich sollte so ein Buch holen, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Irgendwie war da was. Also tun wir das doch mal und gehen jetzt einmal vorsichtig wieder in den Buckingham Palace. Beziehungsweise ins Innere des Buckingham Palace. Wie auch immer. Wir befinden uns ja hier im Inneren des Buckingham Palace, mehr oder weniger. So, irgendwie hier sollen wir durch. Komm ich hier weiter? Nee, da geht's nicht weiter, okay. Ja, schickt ihr mich da rüber, willst du mich verarschen? Naja, egal. Geh mal hier drüben hin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach mal. Wir müssen auf alle Fälle aufpassen, weil Zombies und so, ne? Da liegt eine schöne Büste. Da ist der Arm von der Büste. Oder wie, oder was? Nee, war wohl einfach mal eine komplette Statue, die es da hingerafft hat. Eine Büste ist ja meist nur ein Kopf. Ja. Ruhig. Übrigens, ich hoffe, die Musik stört Sie nicht. William Byrd, der Lieblingskomponist Elizabeth der Ersten. Mir hilft es bei der Arbeit. Sehr beruhigend. Ah ja. Ganz ehrlich, beruhigend klingt für mich anders. Aber gut. Klingt für mich eher wahnsinnig. Ist das ein Aufzug oder was? Ein Aufzug mit Sitz? Ist ja mal geil. Gibt es denn wirklich im Buckingham Palace? War da schon mal einer drin? Rein zufällig. Soll ja Wunder geben. Nun ja, dann gehen wir halt mal ins Innere des Buckingham Palace, bevor wir uns wieder zurückbegeben. Dann zu dem guten Doktor. Das machen Sie wirklich gut. Die Wachen, die tun mir leid. Eigentlich gehöre ich auch zur Omega Group. Ich habe als Sanitäter begonnen, dann wurde ich hierher versetzt. Eine Schande. Die Jungs waren Elite-Soldaten. Echt traurig, sie so sehen zu müssen. Okay, also wir werden auf Soldaten treffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, unser Dr. Fletcher... Hat er noch einen Kopf? Keine Ahnung, auf jeden Fall jetzt hat er keinen mehr. Okay, das war wohl der Aufzug. Da machen wir mal den Pelz ab. Ist schon klar, das sind wieder diese Aufzüge. Ich liebe solche Aufzüge, wisst ihr das? Ganz ehrlich, kommst du dem zwei Schritte näher, schon geht er wieder auf. Okay, was haben wir hier? Briefe der Queen. Briefe der Queen. Was haben wir denn da Schönes bekommen? Nein. Briefe der Queen. Ich schätze mal, das ist der neue hier. Büro von Aya. Anders Büro des Verwalters des Can Secure Hospital, bla bla bla. Maidstone. Elizabeth die Zweite. Von Gottes Gnaden, Königin des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland und ihre anderen Reiche und Gebiete und Oberhaupt und Kammerwölf und... Ach ja, schlag mich doch mal tot, Alter, meine Güte. Schreib doch einfach Königin! Verteidigerin des Glaubens, allen, die diese Urkunde betrifft, mein Gruß. Meine Güte, der hier im Central Criminal Court am 13. Tage des Dezember 2002 anwesenden John Williams White wurde überführt, unseren königlichen Grund und Boden des Buckingham Palace im Besitz illegaler Feuerwaffen und mit bösartiger Absicht betreten zu haben und wird dafür zur lebenslanger Inhaftierung im Kent Security Mental Ward für Veteranen unseres Royal Armed Forces verurteilt. Wie hieß der? William Wright. Kennen wir den? Kennen wir den? Oh, ich weiß gar nicht, wie der gute Doktor hieß. Ist auch egal. So wisset, dass wir unter Berücksichtigung gewisser Umstände, die uns demütig dargelegt wurden, gewillt sind, Gnade und Nachsicht walten zu lassen
und in Sache des hier gefallenen Urteils aus freiem Willen unserer Begnadigung auszusprechen. Hiermit befehlen wir dem Gericht und allen zuständigen Institutionen, ich glaube dieses Wort, das werde ich nie auf die Kette kriegen, gebührende Kenntnis davon zu nehmen. Dazu soll dies eine ausreichende Vollmacht darstellen. Erteilt an unseren Gericht in St. James am 7. Tag des Oktober 2009 im Jahr unserer Regentschaft. Das ist 7 Jahre her. Also, 2 mal 7 Jahre, um es genau zu sagen. Naja, ist ja auch egal. Sei jetzt mal so dahingestellt. Kann ich eigentlich? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich wurde über Glasscherben gelaufen. Hier ist irgendein Gang nach hinten. Da geht's nach oben. Okay, Leiter nach oben. Benutze ich mal vorerst noch nicht. Ich schaue mich erstmal hier weiter um. Guck auch mal, dass ich irgendwo dieses komische Ding finde, womit ich hier die Karte freischalte. Hallo? Okay, der Zombie macht Musik oder was? Okay, Moment, da kommt gerade ein bisschen viel an. Kleiner Moment mal. Jetzt muss ich echt aufpassen. Finde ich gerade nicht so geil. Achso. Boah, weg mit dir. Ich benutze jetzt einfach mal die Munition hier. Kann jetzt so nicht verkehrt sein, weil das sind doch reichlich Gegner. Was ist das da überhaupt? Kann ich den? Ist er tot? Nein, ist immer noch nicht tot. Ich hoffe, der ist jetzt erledigt. So. Ich glaube, das war's. Boah. Okay, jetzt haben wir mal ein bisschen Munition verbraucht. Ich hoffe, das war jetzt mal nicht so verkehrt. Denk mal drauf, kann ich irgendwas scannen überhaupt? Ich guck da gerade da vorne im Raum. Ich schau nochmal eben schnell. Kann ich irgendwas... Scheint nicht so zu sein. Okay, jetzt scannen wir erstmal hier den Raum, nachdem wir hier alles beseitigt haben. Hier können wir wieder auf die Nahkampfwaffe wechseln erstmal. So, hier haben wir einmal den da, ist klar. Der da, da oben, da ist noch ein Infizierter, den wir getötet haben. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Vieh war. Oh, und da hinten, da haben wir nochmal reichlich. Haben wir oben irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay. Schauen wir uns erstmal in aller Ruhe hier um. Boah. Was war das für ein Vieh da oben? Erst müssen wir gleich mal anschauen, was das war. Hier ist nix. Alter, was ist das? Kann ich den nochmal... Leider nicht, weil er liegt ja ein bisschen bescheuert. Ist das ein Psycho? Das sieht aus wie eine Zwangsweste, ne? So eine Zwangsweste. Alter, was ist das für einer? Ah, jetzt habe ich den mal ein bisschen gedreht. Eigenartig. Wirklich eigenartig. Keine Ahnung, was das ist. So, hier vorne liegen wieder Zombies rum. Ohne was zu sagen, steht die einfach auf. Ich glaube, mit Hack. So. Alter Falter. Ich glaube, mit Hack. Okay, was haben wir hier? Der Engel schalt mich. Unwissen war die Blöße, die euch zuerst peinigte. Und die erste Plage, welche den Menschen heimsuchte, war das Streben nach Wissen. Denn durch das Wissen erkennet ihr nicht euer Selbst. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Oh, was haben wir denn hier? Eine leere Kiste, wow. Sind wohl... Stahlvasen! Alle Stahlvasen hier. Was ist das denn hier überhaupt? WTF!
Ist ein Geheimraum. Ich gehe da mal lang. Oh! Was haben wir denn da? Na, ganz toll. Ja, die Schaufel lasse ich hier. In einer größeren Reichweite als der Cricket-Schläger. Einfach, zuverlässig. Soll ich einfach den Cricket-Schläger mal raushauen erstmal? Was meint er? Aber... Nachgeladen ist... Der Molly, den will ich schon noch behalten. Zum Heilen sowieso. Das ist gerade irgendwie kacke. Kann ich dich mal wegwerfen? Wie kacke ist das denn? Na toll. Ja, komm, scheiß auf die Scheißgranate. Weil irgendwie... Die Jäger am... Jagdarmbrust hier nehme ich auf jeden Fall mal mit. Aber woanders scheint es hier jetzt nicht hinzugehen. Ja, da sieht hier natürlich die Granate rum. Also, falls wir mal in Sicherheit müssen, wissen, wo wir hin können. So, dann... Wieder zurück hier. Geh mal nach oben, würde ich sagen. Scannen wir nochmal. Da sind Dokumente, die haben wir ja schon gesehen. Halt! Achso, das ist unser Ziel, okay. Okay, der Rest ist hier relativ ruhig. Okay, gehen wir mal weiter nach oben. Unheimlich hier. Unheimlich ruhig. Da liegt doch schon wieder so einer. Alter! Alter! Alter, was ist das denn? Was ist der da auf mich gerotzt? Alter! Hör schon auf zu rotzen! So, Ruhe hier! Alter! Was rotzt der denn da auf mich die ganze Zeit für eine Scheiße? Oh, ein Sprudelwasser, das ist ja schön. Das können wir ja dann direkt mal benutzen. Wo haben wir denn das Sprudelwasser da? So, sind wir wieder fast voll. Alter, was sind denn das für Viecher? Das ist ja... Gut, dass wir den hier schnellstmöglich erledigt haben. Dabei hat er nix. Können wir nochmal scannen. Oh, da vorne ist noch was. Okay. Was ist denn das? Regal? Okay, immer noch zwei Regale, die wir plündern. Oh, hier vorne. Vor mir ist auch noch was. Also nichts drin. Okay. Aber. Ah, das sind die Tische wahrscheinlich, ne? Ja, die Tische sind das. Aber die scheinen alle leer zu sein. Da fällt mir ein, dass sie vermutlich keine Ahnung haben, was die Omega Group ist. Streng geheim. Aber das spielt keine Rolle mehr. Es ist eine Elite-Einheit zum Schutz der Royal Family. Aber. Die Seuche hat uns kalt erwischt und all die armen Männer, die den Bunker bewachen sollen. Naja, irgendwie bewachen sie ihn ja noch. Hätten wir doch auf Dr. D gehört. Ja, hättet ihr mal. Aber schön. Die Omega Group ist also die Leibwache gewesen. Ist ja interessant. Alter, wo ist denn hier der Scan, um die Karte aufzudecken, ey? Ist doch kacke. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Ich muss sagen, die schallgedämpfte Waffe ist ziemlich cool, weil da keine Zombies drauf reagieren. Warum denn so kopflos? Haben wir hier was Schönes drin? Es gibt hier tausend Sachen zu plündern, aber nirgendwo ist auch nur irgendein Scheiß drin. Ey, bringt's voll. So, wo geht's denn hier hin? Ah, ich habe da so eine Vermutung. Kann man das aufnehmen? Sieht so nach einer leckeren Bierdose aus. Na toll. Nicht mal Bier kann man hier trinken. Na gut. Sind ja auch eine Frau. Aber vorbei. Auch Frauen sind ja heutzutage voll scharf auf Bier, habe ich gehört. Woran das nur liegt. So, gehen wir mal hier runter. Einfach. Schauen wir einfach mal.
Ja, ich hab's mir schon gedacht. Hier kommen wir wieder raus. Okay. Alles klar. Hätten wir das erledigt? Das waren die Dokumente. Da war die Granate. Diese Geräusche hier teilweise. Na, wie heißen wir denn? Haben wir einen Namen? Und seit wann sind Feuerlöscher weiß? Oder er sagt grau. Oder ist das ein spezieller Feuerlöscher, den ich noch nicht kenne? Ich habe zumindest noch nie einen grauen Feuerlöscher gesehen. Ihr? Naja, ist ja auch egal. Okay, gehen wir mal nach oben. Wir brauchen immer noch das verdammte Ding zum Scannen. Damit wir die Karte aufdecken können, aber bisher sehe ich es leider nicht. Na gut, da waren wir hier drinnen. Ah, das war hier. Alles klar, da sind wir durch. Ja, alles klar, hier waren wir. Da können wir mal kurz ein Stück schneller laufen. Dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite, dann können wir da weitergehen. Da waren die Dokumente. Alles klar, ich glaube, dann haben wir hier soweit alles. Ich kann nochmal gucken. Oh, da ist noch was. Da können wir was scannen. Ja. Aber mehr scheint jetzt hier nicht zu sein, alles klar. Und hier hinter dieser Barrikade da, kann ich auch mal eben schauen, ob hier irgendwas rumliegt. Nö, sieht aber nicht so aus, alles klar. Hätte sein können. Judy, was haben wir denn da? Wieder so ein verfickter Zombie mit Helm. So, komm mal her, mein Kleiner. Zack. Und nochmal. Ja, komm, komm, put. Sei ein braver Zombie. Alter, jetzt verreck doch endlich. Alter. So viel Blut wie der hier. Die Schläge müsst ihr eigentlich schon sich zusammensacken. Alter, wie fällt der denn aus? Hier, Kopf ab, komm. Oh, Ruhe. Immer diese Monster-Zombies, ey, die da so 2 Millionen Schüsse und Schläge aushalten, ey. Na gut. Jetzt haben wir noch nicht geguckt, was wir hier haben. Was haben wir denn da? Oh, Munition. 2 Schuss, ey. Hätte man sie auch sparen können. Gut, hier kommt man wohl nicht durch, würde ich mal sagen. Also man käme wahrscheinlich durch. Also ich würde jetzt da drüber klettern, aber gut. Scheint nicht zu funktionieren, weil die werte Dame sich nicht hochziehen kann, oder? So, okay, ich höre Zombies. Und ich sehe auch einen. Ja, komm mal her. Komm, komm. Jo, braver Zombie. Jo, zack, siehst du da. Guck, und Gnadenstoß und Ruhe. Genau, das war mein Ziel. So. Jetzt können wir hier oben drüber gehen. Was? Was war das? Alter, hat der mich erschreckt. Okay, das scheint nicht der einzige zu sein. Ich hoffe, jetzt kommen jetzt von 2 Seiten. Das wäre jetzt nicht so geil. Okay, den haben wir. Da kommt noch einer. Ich kann ja mal pingen. Okay, hinter mir ist auch noch ein Zombie. Oh, jetzt kommt da einer mit. Einer mit. Fuck! Fucking Helm! Okay, der ist erledigt. Komm, du bleibst liegen. Liegen bleiben! Liegen bleiben! Und Ruhe. Boah, haben die mich erschrocken. Alter, alles klar. Okay, der hat irgendwas. Pistolenmunition. 2, 1 Schuss diesmal nur. Woo, ich bin voller begeistert, aber... Boah, ich gehe nochmal kurz rüber hier. Schau mal den Laden hier vorne ab, ob das irgendwas geändert hat. Nee, hat sich nicht. Alter. Dieser Tisch, der ist meine Rettung. So, jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo scannen kann. Da oben scheint eine Kamera zu sein. Da ist unser Ziel. Okay. Hier drin muss ein Zombie sein. Ja, rotz mich voll, ey. Oh. Da kippt der einfach um. Ist der tot? Noch nicht. Ja, komm schon. Alter, verreck doch einfach! Okay, der scheint Ruhe zu geben. Können wir wieder auf die Nahkampfwaffe wechseln.
Okay, da scheint es was zu geben. Da ist was. Da sind Dokumente. Ich traue mich gar nicht hereinzugehen, wenn ich ehrlich bin. Ich schaue nochmal eben ganz vorsichtshalber hier, aber da scheint auch ruhig zu sein. Okay. Gehen wir mal hier rein. Da liegt ein Zombie. Kannst liegen bleiben. Brauchst gar nicht aufstehen. So, hier mal wieder. Die Kranken werden sofort von der Seuche infiziert. Dort, wo das Gift in den Körper eindringt. Heftige Krämpfe folgen und ihre Adern werden so schwarz wie Tinte. Und böses Blut verzweigt sich wie die Äste eines giftigen Baumes. Greift um sich wie die Wurzel einer lebenden Pflanze. Getrieben von widernatürlicher Hast. Schön anzusehen, wäre es nicht so verhängnisvoll. Alter, ich hoffe, diese deutsche Übersetzung, die da unten drin steht, hat was mit diesen Gedichten zu tun. Und das ist nicht einfach totaler Fail des Entwicklers. Würde mich aber wundern. Ich glaube, das ist so gewollt. So, und hier vorne müsste der liegen, den wir gerade erledigt haben. Oh, weiterhin schön vorsichtig sein. Wir wollen uns ja nicht überraschen lassen, ne? Ich würde gerade mal interessieren, wie viele Punkte haben wir eigentlich mittlerweile? Mein Notizbuch, meine Karte, meine Fähigkeiten, meine Kennung. Überlebenspunkte 3300. Schon 91 getötete identifiziert. Wow. Wir sind richtig gut. Ich höre hier Gekräuche. Irgendwie. Also, kann man hier diesen Nebel? Ja, kann man. Okay. Und hier ist ein Tisch. Hier 462, da steht irgendwas. Okay, da kommen irgendeine Flammen umwobene Gegend. Da brennt es zumindest. Aber was ist denn das? 462 und das letzte? Ist das eine 1? Könnte auch eine 4 sein. Kannst ja mal probieren. What the fuck? Ich höre schon wieder Zombies. Okay, da kommen einige. Alter, wie viel sind denn das? Das ist eine halbe Armada. Scheiße, nachladen, nachladen, nachladen. Ach, da kommt auch noch so einer. Boah, wartet mal eben. Hier, da, bitteschön. Schenke ich euch. Das hier, den haut komisch wenig hier. So, jetzt brennt er auch. Zumindest kurz. Boah, weg mit dir, Alter. Alter, weg einfach. Geht einfach alle weg. Scheiße, was war das denn? Scheiße, was war das? Oh fuck, ich bin Zombies! Nein, Alter! Boah, renn! Renn, Alte! Renn doch einfach! Alter Vater! Renn, Alte, renn! Boah, nix für rüber hier! Schnell auf die Schusswaffe wechseln nochmal! Boah! Alter Vater, wie viel waren das? Durchatmen. Sobald der erledigt ist, haben wir, glaube ich, unsere Ruhe. Zumindest hoffe ich das. Schnell zurück. Boah. Creepy, wo kamen die denn alle her, ey? Schnell mal heilen. Hier, komm mal eben vollständig heilen. So, zack. Wow, meine Freunde. Da müssen aber noch ein paar mehr Zombies sein da vorne. Aber ich glaube, den Rest, den erledigen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und boah, da ist die Folge doch tatsächlich schon wieder um. Alter, die Zeit, die verging jetzt rasend schnell. Der reinste Irre, ne? Boah, Wahnsinn. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann wieder hier bei Zombie im Buckingham Palace. Bis zum nächsten Mal.